freuen uns riesig über diese Auszeichnung. Es ist ein Autor, der lange, lange auf der Liste stand und wir freuen uns irrsinnig, dass wir im nächsten Frühjahr seinen neuen Roman Gräser der Nacht bringen werden. Und er ist einer derjenigen, die lange gewartet haben. Wir haben mit ihm gewartet und nun hat er den verdienten Preis. Wir sind überwältigt. Ja, genau. Es ist super. Hier ist große Stimmung. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, wo er sich jetzt gerade versteckt. Ich bin mir sicher, Ihre Kollegen werden es in diesen Minuten herausfinden. Wir versuchen ihn natürlich auch im Laufe des Tages zu erreichen. Das ist das Neue. Also das werden wir ganz sicher jetzt in den nächsten 3-4 Wochen auf den Markt bringen. Nicht erst am 23. Februar, das wäre zu spät. Das ist ja Wahnsinn. Haben Sie den Bücher von Ihnen jetzt hier? Haben wir Modiano da jetzt stehen? Ich glaube nicht, gell? Leider, im Moment nicht. Ja, wir haben ja hier nicht so wahnsinnig viel Platz am Stand. Und dann beschränken wir uns immer auf die Novitäten des Jahres. Und wir haben ja in diesem Jahr kein neues Buch von Ihnen veröffentlicht. Aber morgen sind welche da. Es ist ganz wunderbar, weil Modiano ja zu den stilleren Autoren gehört, für die man auch kämpfen muss. Und wir haben aber immer mehr und mehr Leser für ihn gefunden und ich denke, das wird der Durchbruch. Das ist ganz großartig. Wir feiern erst einmal ganz ausgelassen. Wir haben diese seltsame Tradition im Hansa Verlag, dass so oft unsere Autoren ausgezeichnet wurden und dass es dieses Jahr wieder der Fall ist. Ich habe gestern Abend habe ich tatsächlich überlegt, ob ich das erste Mal in meinem Leben auf Patrick Modiano setzen soll bei den englischen Buchmachern, weil ich dachte, ich habe das Gefühl, er wird es tun, er wird es bekommen. Wir feiern heute einfach erstmal, bereiten alles vor für die Publikation seines neuen Romans. Und freuen uns.